In diesem Zusammenhang sind Äußerungen, die wir aus einigen Nachbarländern über eine Art Gleichheit von Nationalsozialismus und Kommunismus. Именно поэтому для нас важна позиция федерального канцлера. Ведь именно в Берлине был издан преступный приказ о начале войны на уничтожение против Советского Союза. Война против СССР достигла немыслимого до этого измерения. Народы Советского Союза заплатили за защиту от фашистской агрессии неизмеримую кровавую цену. Zeichen für ihre Verteidigung gegen die faschistische Aggression einen so unmessbar hohen. Was ist denn das für eine Politik? Was sind denn das für Maßstäbe? Ich finde das wirklich überhaupt nicht hinnehmbar. Auch miteinander wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Und dass man nicht dem Interesse von Rüstungsschmieden und Scharfmachern nachgeben darf, die diese Welt hätten in den Abgrund treiben können, damals schon und heute wieder. Und ich finde und wünsche mir, dass wir endlich wieder eine deutsche Regierung bekommen, die das Rückgrat hat, eine eigenständige Politik zu machen und nicht den USA hinterherläuft und deren Konfrontation immer wieder mitträgt, wie wir das jetzt seit vielen Jahren erleben. Und deswegen finde ich, auch im Umgang miteinander muss es anders zugehen als in der Vergangenheit. Es ist gut, dass du deinen Kopf benutzt und dich rührst und dich rührst und dich rührst. Es ist gut, dass du nur gerecht sein willst und dich verlierst und dich verlierst und dich verlierst. Aber wo ist deine Idee? Die Blume duftet unterm Schnee. Wo ist dein verdammtes Glück? Du zeigst dein Kreuz und gehst rein. Verdammte Schritte zu. Dein Ungeheuer liegt zerstört im Flur und du hast das Blut. Es ist gut, dass du dich sorgst und den Mund öffnest und dich regst und dich regst und dich regst. Vielen, vielen Dank, Schüller und Bent. Vielen Dank, liebe Gäste, liebe Rednerinnen und Redner auf unserer heutigen Kundgebung für Frieden und Solidarität. Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, vielen, vielen Dank auch an Sie, an euch, dass Sie heute ein kraftvolles Zeichen zum 80. Jahrestag dieses Überfalls gesetzt haben, dass Sie solidarisch und friedlich mit uns gemeinsam diesen Tag gedacht haben. Herr Konsul, insbesondere Ihnen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Liebe Gäste, vielen, vielen Dank. Und dem Motto verpflichtet, Leipzig bleibt friedlich, habe ich noch einen kleinen Werbeblock, ehe gleich die Band noch ein paar Lieder spielt. Gegenüber vom Teich, da sind oben so zwei Hubschrauber aus Helium gefüllt, sammeln noch Freundinnen und Freunde Unterschriften für eine Petition, Leipzig bleibt friedlich. Jeder, der dann vielleicht dort noch vorbeigeht und noch nicht unterschrieben hat, bitte ich eindringlich und persönlich, unterschreibt dort noch. Vielen Dank und jetzt Schüller und Band, die Bühne gehört euch. Auch vielen, vielen Dank für euer Engagement und euren Auftritt. Bleiben Sie stark, lassen Sie uns nicht verbiegen. Mein Lieb ist ein schlechtes Gewissen. Mein Lieb ist ein altes Gewehr.
Und wirft sich im Schlaf hin und her. Danke. Mein Lieb ist ein Hund, beißt die Beine und jagt die Fremden vom Hof. Mein Lieb ist meistens alleine. Mein Lieb ist nicht treu, ist nicht doof. Wo ist die Ruhe, mein Lieb? Ich kann nicht schlafen, mein Lieb. Kein Ort fällt mir ein. Draußen klopft es, mein Lieb. Mir aus dem Kopf, mein Lieb. Ich schlafe nicht, ich schlaf nicht und ich schlafe. Becher und das Gift, das alles in die Luft. Mein Lieb ist ein Rausch von Gelächter, mein Lieb, wenn du weiter so willst. Mein Lieb über beide Bäume, mein Lieb, in die Hand. Mein Lieb hat den Zettel verloren, auf dem mein Name stand. Wo ist die Ruhe, mein Lieb? Ich kann nicht schlafen, mein Lieb, kein Ort fällt mir ein. Draußen klopft es, mein Lieb, mir aus dem Kopf, mein Lieb. Ich schlief nicht, ich schlaf nicht und ich schlafe.